the services and everything Tracy brings in here, but also the community itself. People have such treasures that they can contribute from Jewish history, from Jewish culture, and Mr. Hollander is constantly remembering things, which is great, because as he gets younger, he remembers more and more things from his childhood. And at the time this poem spiel was written, Mr. Hollander was, I believe, 7 years old. 1932, I think, is what you told me. So Mr. Hollander's sister, Mr. Hollander comes from a small farming village in Carpata Ruthenia, which is in the easternmost part of Czechoslovakia. And in that area, the 40 or so families that lived in this small place called Upper Remete knew each other very well. And his sister, Serena, who is still alive, lives in Florida, and she's 95, maybe turned 96 even, so I don't know. But she was the one who the whole town kind of looked to throughout the year to kind of chronicle the stories of all the weird things that happened during the year. And she would keep a tab on this, and then the time when everyone would hear about all the strange things that happened in the town was Purim. And you would read the Megillah, and then there would be refreshments, just like you just had, and then everybody would sit down and hear the Purim spiel, the new Purim spiel for every year of all the things that had happened. So that was the adult Purim spiel. But the kids had their own thing. And she wrote one for her and her little brother, Morris, to perform, and the way they performed this was going door to door, knocking on the door the same way that Purim spielers have knocked on the door for many, many centuries. Perhaps Heintes Purim, Morgen ist Ois, gibt uns ein Groschen und wacht uns ein Reus, right? Give us a Groschen and give us a little money and then throw us out. But there was more to it, because what they would do, their trick or treat, was to do a little bit of about a 10-minute Purim spiel. And so when you hear this Purim spiel, the cool thing about it is that you really get the context of this farming village. And you'll hear about cows, you'll hear about chickens, you'll hear about a couple that can't get along, and they go to the rabbi and they ask for a divorce. And you can follow in the subtitles, and if you follow in the subtitles and you hear you see some English and you don't understand, ask Mr. Hollander afterwards, because he can explain everything. And that's about all I want to say about it. Mr. Hollander brought this in to our Purim celebration last year, and he shared it with me, and now it's in quite a few archives, I want to say, by the way, that will be remembered. But this is the only place where it's being performed, and we are so happy to have with us Henry Carey and Miriam Thaya Siegel to perform the Serena Hollander Children's Purim Spiel. Ich lade von ein paar Größe zu uns. Sie will, als ich soll sein, ein insistiger Meschurz. Ich stehe auch zufrieden, heig sie mir ob Melchen die Kieh. In Osten von überall dem Stink, in machen für die Kieh a Trink. In Tommel will sie nicht folgen, da langt sie mir mit a Stecken. Als ich hab mir 3 Wochen geht zu balecken. A klarer Boy sei, hat ihr gehört, wo sich hab euch gerät? Mäg ich ihr geben a Gett? Ach so, ich soll sie nicht erleben. Ach, du sollst mir a Gett geben. In Tome wirst du mir doch a Gett geben. Gib mir auf den Nathan. Ich suche sie gegen vor einem anderen Mann.
sucht nur darüber Schleppen. Wie viel na dann hast du mir gegeben? Fahrdechassene hat sich dein Tate gelost hören. Er hat gesucht, er kann sich nicht mehr stannig werden. Er hat mir geheißen, auf der Kassene tanzen. Es hat geheißt, als er wird mir scheinbar zollen im Ganzen. Meinen Kost hat er mir gegeben. Herrin, ich hab gemeint, als ich falle ran in Upzirn. Er hat mir geheißen, zu stein bis zwölfe bei Tug in Talisman zu fielen. Kedai, so soll weinige Bräute begeinen in Apogion. In Tommel bin ich schon gegangen essen, aber bei ihr gemiss nehmen nach hier, Kedai, ihr sollt nicht euch speien, die Galbe grine. Aklau, Raboi sei, man soll euch geben 100.000 Kronen, wollt ihr gekannt mit Asas Räume wohnen? Wie die Süßen Emeser sind. Meile, Kost hat dir mein Tati gegeben wie für ein eigen Kind. Er hat dir gegeben 10.000 Kronen. In seinem Stoff willst du nicht mit mir weinen? Herzos, Raboi sei, einmal bei der Nacht hat mir schier die ganze Kraft. Er hat sich vergessen, nach Hause zu kommen essen. Ich hab ungehört, nach ihm zu kriechen, ihm auszusuchen. Hab ich ihm gefunden, ein Schenk. Eben gekehrt, wie er gepeilt fährt. Zum Zucht erzählt er meine Visionis und meine Legionis. Oi, oi, da will ich leben. Sie alle Sachen bist du voll. So, hab ich bei dir gehabt an echten Bissen in Maul? Kochst die Essen, ist es viel mit Hohenstreu. Und Tommel bewachst Bräut, ist es Bräut? Herr Zoss, Raboi sei, ich hab sie einmal geschickt auf den Markt laufen, ein Gänsel kaufen. Ich nitz Quitte, nit kein Stopp. Hab ich ihr gegeben ein Simmen auf ein Gänsel, was hat nicht der größten Kropp. Sie hat auf dem nicht gekickt, denn hat sich zum Stopp zugelegt. Ich bin in der Heimisch gewesen, als ich soll das Gänsel sehen. Komm ich heim. Nehme ich ein Löffel in den Hals, spüre ich, als es lauter Schmalz. Frag ich, bist du gewesen, als Scheile fragen? Sagt sie, nein. Ich hab gemeint, ohne den können sich vergehen. Bin ich gegangen, als Scheile fragen? Ist man mir gekommen, zu kämen? Als ich soll nicht bei mir, das ganze Geschirr auszugliehen. Zim Sof, sucht sie, als sie es gerecht, und wuss ich die, ist alles schlecht. Herzos, Raboi sei, hab ich ihm einmal geschickt auf den Markt laufen, ein Kiekäufen. Wenn er es gekommen, die Kieze vieren, bin ich gegangen, Melken probieren. Hat sie mit der Lampe stoppen die Zahn, muss ich beim Kummer an. Zim Sof, denn er hat sie gewinden zum Strick, hat er gesehen, also ist er weg. Lass mir dein Trine her. Äfscher, weil ich besser werde. Alle Scheiße!
wünsche ich euch einen guten Pirn, meine liebe Gieden. Ich bin mit euch ganz gut zufrieden. Ihr sollt leben von Zimtchen bis Süßen. Ihr sollt solche sein zu essen von den Leviusen. Damit dürfen die Leviusen schneiden große Stücke, wird es sein vergossen mit Zweigen und mit Zicker. Und wir werden singen und tanzen und dann marschieren wollen wir haben in der Heim im Ganzen. Noch seitens haben wir angeworben dem heiligen Wort, ist in sehr bitter, weil man messt die Maschke mit dem Liter. Ins ist aber sehr schwer, weil die Kirchen es seinen leer. And to Serena Hollander for holding on to this since 1932. Incredible. And you know, I mean, the thing I learned from this was that people cared about free-range chickens back then. Who knew? Oh, my God. Okay.